Was? Warum denn? Hallihallo, liebe Kasper, Kasperinnen, Kasperinus, Kaspikse, Kaspens, Kaspis, Kasp-Sternchen, Raute, Rülps, Innen und, ach, ich spare mir die Aufzählung. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen die Schweine an, oder? Nicht? Schade. Okay, dann stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name ist Arbeitsbulli. Und die Leute sagen immer? Gott ist leidenschaftlicher Minigolfer. Ja, sind wir das nicht alle? Also Minigolfer, nicht Gott. Gott ist nur einer und der andere vielleicht auch. Aber Minigolfer sind wir alle, oder wir sollten es sein. Der Minigolf ist ein sehr schöner Sport. Auch ein sehr schöner Sport sind Gerichtsverhandlungen. Ist mir gerade über die Füße gestolpert. In Plauen gab's wohl heute eine. Ein gewisser Karl Dall soll wegen Nötigung so ein bisschen Haft ohne Bewährung bekommen haben. Angeblich geht's dabei um Minderjährige, die er genötigt hat durch Wegnahme ihrer Handys in sein, also ihm ihren Ausweis zu zeigen, wobei ich mich frage, ist da nicht auch mit Raub noch drin? Aber wäre ja schön, wenn der mal ein bisschen mietfrei wohnen dürfte, oder? Ich meine, gut, mir das muss ich ja irgendwann auch mal auswerten. So, was machen wir heute? Heute machen wir was ganz Kurzes. Dafür machen wir heute Abend nochmal was. Ist dann auch ganz kurz. Also richtig kurz. Es geht nur 8-9 Minuten etwa. Aber es bot sich an, denn ihr wisst ja, Pampel, die Muse, die kam vor ein paar Tagen mal vorbei, wollte Sexschreibende machen und da haben wir zusammen Sexschreibende gemacht und haben ein Skript geschrieben. Und was wir heute machen, also jetzt, heute früh, ist ein Zuschauervorschlag und es ist mir unfassbar peinlich. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, welcher Zuschauer das war. Asche über mein Haupt. Wenn du das siehst, melde dich. Ich erwähne dich dann im nächsten Video. Ich habe es mir echt nicht gemerkt, sorry. Und zwar, ich blende euch mal die Karte ein. Das Einzelvideo 39 Musiker in 231 Sekunden vom Donnerstag, dem 6.12.2018. Es war stark bewölkt bei Temperaturen zwischen 1 und 10 Grad. Und ich war mal so frei und habe die Musiker, die unser Medienprofi darstellt, nochmal eingeblendet als Bild, damit man auch einen Vergleich hat, wie gut er die darstellt, dachte ich mir so. Lustigerweise wurde durch diese kurzen Einblendungen von Bildern das Video mehr als doppelt so lang wie das ursprüngliche. Seltsam. Aber wir kennen ja unseren Bumsti, er mag's halt kurz und knackig. Also kurz, reden wir nicht mehr über Sex. Fangen wir lieber an mit dem Video. Ihr wollt ja heute noch was essen. Metal-Lode, servus. Hallo Rainer. Und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Mal wieder im Stehen seit, ich weiß gar nicht seit wann. Jedenfalls habe ich heute für euch wieder mal ein Video. Moment, du weißt nicht seit wann du stehst. Rainer, hast du Probleme mit deinem Kurzzeitgedächtnis? Und zwar mal wieder irgendwas Aufwendigeres. Das sollte eigentlich schon Anfang November kommen, hat aber. Ja, wir erinnern uns, das Video hatte einen sehr langen Vorlauf, also ich habe wirklich mal nachgesehen, ob ich was finde, wann er angefangen hat, sich die Requisiten für dieses Video auf die Amazon-Battle-Liste zu packen. Ich konnte aber keinen genauen Startzeitpunkt finden, auch die ganzen Streams, in denen er zum Teil schon Requisiten hatte. Da hätte ich auch alle Streams durchgucken müssen, aber also nach meiner Erinnerung waren das schon ein paar Monate, dass er die ersten Requisiten hatte und das Video hat er auch ewig angekündigt. Hingehauen. Und zwar sind es 39 Musiker in, da ich das Video noch nicht ganz aufgenommen habe, weiß ich nicht, wie viele Sekunden es sind, in so und so vielen Sekunden, sage ich jetzt mal. Sind Rainer, eine Möglichkeit wäre gewesen, das Video an sich aufzunehmen, zusammenzuschneiden. Dann weißt du, wie lange das dauert und dann nimmst du das Intro getrennt auf und schneidest das nachher nochmal zusammen. Also müsste eigentlich technisch machbar sein. Es könnte natürlich sein, dass man durch dieses Doppelschneiden, Doppelrendern irgendwie so eine Art Zeitschleife erschafft und das Universum untergeht.
Aber das muss man doch mal riskieren für ein gutes Video, oder? Gerade wenn es so ein unfassbar aufwendiges Video ist, wie er es uns jetzt gleich präsentieren wird. 39 Musiker, bei denen ich mir über einen kleinen Sketch überlegt habe. Und das wäre toll. Sketche, ich mag Sketche. Ein paar kleine Sachen. Ansonsten lass dich überraschen. Ich auf jeden Fall freue mich drauf. Hölle drauf, wenn nicht, das zu drehen. Ich brauchte Maske, ich brauchte Schminke und ich brauchte Perücken und was weiß ich noch alles. Ja, allein schon Maske und Schminke. Also, ihr wisst ja, bei Filmen, die Schauspieler verbringen zum Teil mehr Zeit in der Maske als vor der Kamera. Das ist unfassbar. Bei, wo war das, Herr der Ringe? Der Gimli-Darsteller John Rhys Davies, ist er, glaube ich. Der hat unfassbar viel Zeit in der Maske verbracht. Und dann war er allergisch gegen das Zeug. Er hatte richtig Spaß bei der Arbeit. Und natürlich, Rainer macht das ja professionell, nicht so amateurhaft wie hier bei Herr der Ringe. Wahrscheinlich kam Tante Marion rüber und hat ihn angemalt. Ganzkörper-Body-Painting. Mir wird gerade ein bisschen schlecht. War auch gar nicht so billig, das Projekt tatsächlich. Da wieso billig, Rainer? Die Sachen hast du dir auf die Amazon-Wunschliste gesetzt. Das haben deine Zuschauer bezahlt. Weil ich mir halt auch manche Sachen eben kaufen musste, wie zum Beispiel eben Perücken und noch einige andere Sachen. Ohne jetzt groß rum zu labern, und außerdem labere ich am Ende vermutlich eh wieder 20 Minuten. Viel Spaß mit dem Video. Ja, Jack Black, wir kennen ihn alle aus diversen Filmen und Videos. Der hat auch eine schöne Herr-der-Ringe-Verarschung gemacht. Tim Mettle. Hättet ihr ihn erkannt? Also ich schon. Jimi Hendrix, ach übrigens, auf die eventuell ab und zu mal vorkommenden Tippfehler in den Namen gehe ich nicht ein. Ich sag nur so viel, manchmal hatte ich echt Probleme, das googeln. Ich wusste, nach wem suche ich da gerade, wenn ich das Bild rausgesucht habe. Ja, wir kennen ihn alle, Jimi Hendrix, der Linkshänder mit der Gitarre, der in Woodstock die Nationalhymne so gespielt hat, dass es klang, als würde eine F4 gerade abstürzen. Das war doch perfekt, oder? Das war perfekt. Rainer, war das jetzt schon ein Sketch, oder? Auch ihn kennen wir alle. Also die, die ihn kennen, ich kenne ihn nicht. Ozzy Osbourne, klar. Der Erfinder von diesem komischen Getränk. Ja, gut, eine Fledermaus gab's da mal, aber ich glaube, Ossi hat da nicht so peinliche Geräusche beigemacht, oder? Oh, Lemmy. Lemmy ist toll. Wir erinnern uns alle an ihn. Du warst der Beste. Super, Rainer. Also wenn du einen Sketch daraus machen möchtest, dann versuch doch einfach mal, seinen Namen auszusprechen. Ja, wisst ihr, da hatte er ganz, ganz viele Variationen. Keine war richtig. Mal hieß er Lemmy the Killmaster, dann Lemmy Killmister. Lemmy Killmaster und Lemmy the Killmister. So rum hat er das gemacht. Also er hatte sehr viele Variationen, keine war richtig. Und Rainer, warum hast du da gerade Eigenurin aus einer Jack Daniels Flasche getrunken? Das ist ja ekelhaft. Forever Lemmy. M&M, ihr kennt ihn alle, der weiße Rapper aus diesem einen Film da. The Green Mile oder Scary Movie, ich weiß es nicht mehr genau. Für meinen Garten zum Verschönern. Aber uns pfeift er an, wenn wir sagen, Rudi ausbuddeln. Also Reini, Doppelmoral. Och, der Kurt. Wir kennen ihn alle, der Erfinder von Nirvana. Der hat ja auch diese buddhistische Religion erfunden, quasi. Tschu,
Rainer, das ist alles, was dir dazu einfällt, dass er sich erschossen hat. Und er hat dazu keine Pistole genommen, glaube ich, sondern eher ein Gewehr. Hat er sich nicht mit einer Schrotflinte... Moment. Hat er sich nicht mit einer Schrotflinte die Birne weggeballert? Ich weiß, ich wollte mir eine Spielzeugwaffe dafür besorgen, aber die kam leider nicht, warum auch immer. Danke dafür, Verkäufer bei Amazon. Ja gut, da kann jetzt Rainer natürlich nichts dafür. Das Video war so spontan, auf die Schnelle sich eine Wasserspritzpistole zu besorgen. Er geht natürlich nicht. Rainer, was ist eigentlich mit dieser Software da? Dieser Desert-Eagle-Nachbau. Hast du den nicht mehr gefunden unter deinem Müll? Oder warum hast du nicht gleich mit dem Schwert simuliert, wie du dich erschießt? Das wäre doch auch gegangen. Oder er hätte doch einfach auch mal ein Video von der Überwachungskamera nehmen müssen. Eine der vielen Aufnahmen, wo die Hater ihn mit Schusswaffen angreifen. Rainer, da hätte man doch was zusammensteigen können, Junge. Gib dir doch mal Mühe. Ach du Schande. Ich hab's befürchtet. Auch er ist dabei. Wir kennen ihn alle, bekannt für Skorpione und Experimentalfrisuren. Ich weiß, es war falsch. Tut mir leid. Ja, das war falsch und nein, es tut dir nicht leid, Rainer. Leid. Ja, da musste ich jetzt wirklich erstmal googeln, wer das sein soll. Es ist natürlich er hier. Super, Rainer. Du hast jetzt ein Standbild genommen und hast da mit Gimp weiße Augen drüber gemalt. Okay, gut. Also, Rainer, wenn der schon 2D heißt, wäre es vielleicht eine Idee gewesen, das Standbild von dir irgendwie in 2D umzuwandeln, damit es so aussieht wie Anime? Da gab's auch damals schon Programme für. Ja, wir kennen ihn alle, der Defte Punk, der immer im Roboterkostüm rumwongelte, der auch anders hieß. Also der hieß ganz anders, Rainer, den Namen hast du komplett verkackt. Mad Leute. Oh yeah. Ja, genau so kannten wir ihn. Er war, also Daft Punk war ja quasi die Blue Man Group mit Haribo-Schlumpfstimmen, glaube ich. Peter Maffay, oh ja, Peter Maffay, wir kennen ihn alle. Er hatte eine Hupe. Manchmal imitiert er auch Jürgen von der Lippe, was Jürgen von der Lippe gar nicht mal so gut findet, habe ich gehört. Oder war das umgekehrt? Rechts oder links? Einer von den beiden ist es. Ich glaube, er ist links im Bild. Erwachsensein ist scheiße. Stimmt, Rainer. Deswegen hast du es auch nie gemacht. Und wisst ihr noch diese wunderschöne Stelle in seinem Stream? Rainer streamt auf YouNow und der Stream wird auf YouTube weitergeleitet und ein gewisser Serodi hat sich da mal dazwischen geschaltet und als Rainer schön singt, irgendwo tief in mir ist der Luan geblieben, wird auf YouTube ein etwas anderes Video von Rainer eingeblendet. Und seitdem immer, wenn ich Peter Maffay höre, nur die Stimme, egal welches Lied, A, ich schalte weg und B, ich habe sofort wieder diese Stelle im Kopfkino und ich lache. Ich lache einfach nur noch. So, jetzt kommt aber Wolfgang Petri. Wir wissen, der Mann mit dem behaarten Arm. Tja, das ist mein Leben. Mhm, ja. Hölle, Hölle, Hölle? Eventuell? Ich glaube schon. Mobi. Wir kennen ihn, Mobi. Das ist der... Es sieht überhaupt nicht aus wie der Wal aus Mobi Dick. Leider geht es mit meinen Haaren nicht richtig. Ach ja, genau, die Glatze hat ja auch schon Ewigkeiten. Helge Schneider von, ihr seht's schon, Aspirinium. Und so sieht er aus, glaube ich. Unbesiegt! Rainer, wann kommen eigentlich die Sketche? Ja, gut,
kennt man auch. Battle Metal! Ja, Battle Metal machst du ja selbst auch, Rainer. Wieso sieht das eigentlich so aus, als wäre er extrem verschwitzt? Also mir kommt es so vor, natürlich täusche ich mich da, das würde Bumsli niemals tun, aber mir kommt es so vor, als hätte er vor Monaten die Idee gehabt, dieses Video zu machen. Wir wissen ja, das war mal vor einer Weile so in Mode, irgendwie 10 Sportler in 100 Sekunden oder 10 Schauspieler, und dann haben die Leute das teilweise sehr gut gemacht, das wollte er natürlich auch nachmachen, hatte Monate Zeit und hat den ganzen Mist dann lustlos an einem Nachmittag abgedreht und sich dabei komplett verausgabt. Also er ist klatschnass. Bruce Lee von Drachenschanzen Force. So sieht er aus. Ja, Rainer, der Mann hat jetzt keine Pudelmütze auf. Till Lindemann, wir wissen hier von Ram Dingsbums da, diese seit wir Pyrotechnik kennen, lassen wir die Bühnen brennen. Mal gucken, was unser Bumsli da professionell draus macht als Drache. Feuer ist ja sein Element, also bitte das. Rainer, da legt er dir einen Elfmeter vors Tor. Ich möchte weinen. Jetzt kommt auch noch Helene Fischer. Wir wissen, Helene Fischer, die Erfinderin der Fischerchöre. Und des Fischerdübels, den hat sie, glaube ich, auch erfunden. Eine sehr vielseitige Frau. Okay, also, wenn ich das jetzt gesehen hätte, ohne die Einblendung vorher, dass das Helene Fischer sein soll, ich hätte eher gedacht, das wäre die blonde Staatsanwältin in dem Moment, wo Reini in den Gerichtssaal reinkommt und es ihr einfach den Atem verschlägt bei seinem zerrissenen Spipcoat-Shirt, den runtergetratenen Hausschuhen. Runtergetratenen? Habe ich jetzt runtergetratenen gesagt? Ist jetzt so viel Bumsli. Also ihr wisst schon, diesen Schlappen, bei denen die ganze Hornhaut hinten noch rausquillt, die Plastik-Jogginghose. Ich glaube, genau diese Geste hat die Staatsanwältin auch gemacht, denn sie war sofort hin und weg. Wir wissen, er hat einen unfassbaren Schlag bei Frauen. Musste ich googeln, scheint ein Rapper zu sein. Und so sieht er aus. Warum der mit dem Polizeiauto rumfährt, keine Ahnung. Spitzenwitz, oder? Ja, nee, okay, also das ist jetzt eigentlich der erste Sketch, würde ich fast sagen, den er da reingemacht hat. Gros, ihr wisst, der Bruder von Magnon, der frühe Mensch. Also so sieht er aus. Rainer, den Gag mit Standbild und dann einfach PNG sich selbst vor die PNG vor die Visage tackern, kann man machen, ja, ist mal lustig. Einmal im Video, nicht zweimal und schon gar nicht zweimal direkt hintereinander. Also bitte, jetzt mal ernsthaft. Rainer Winkler, musste ich auch erst googeln, wer das ist? So sieht er aus. Also, so sieht er sich selbst. Ankündigen. Schneiden, rendern, hochladen, ankündigen. Ja, das meint er übrigens, ist dieser unfassbare Humor, mit dem er über sich selbst lachen kann. Und wenn ihr glaubt, ich spreche den Namen aus, habt ihr euch aber sowas von geschnitten. Aber wir kennen ihn alle. Ja, Somewhere Over the Rainbow. Er ist mittlerweile auch tot. Irgendwie, von dem kenne ich nur dieses eine Lied. Ja, okay, man konnte es sich ein-, zweimal anhören. Somewhere. Rainer, deine Coverversion kann man sich aber nicht anhören. Und warum sieht es so aus, als hättest du noch Reste von Schminke im Gesicht? Over the Rainbow. Genau so nimmt Herr Malzahn übrigens auch seine Lieder auf, habe ich gelesen. Ja, JBO,
kennen wir alle. Ist der eigentlich noch dabei, der Veit? Rosa! Ich kann doch nicht jetzt schon wieder in den Wald gehen und schreien, Rainer. Ich meine, gut, Bewegung ist gesund, Schreien ist auch gut für die Lungen, da werden die mal richtig durchgepustet. Aber brummst die Mensch die Rehe erschreckend durch. Okay, Phil Collins. Ich ahne Furchtbares. So sah er aus. Damals. Als ich Bilder gesehen habe, ist er irgendwie krank? Also er ist ja nicht mehr der Jüngste, klar, aber in den Bildern sah es irgendwie so aus, als könnte er nicht mehr so richtig stehen. Ich habe jetzt aber nicht weiter nachgeforscht. Ja, da hat er all seine Instrumente, die er hat, bis aufs Schlagzeug dabei. Rainer, also wie falsch kann man einen Namen schreiben? Jetzt mal ganz unter uns. Also da stimmt mal gar nichts dran. Das Einzige, was stimmt, ist Toto und das ist wahrscheinlich reiner Zufall. Wir wissen alle, so sieht er aus. Ah, da ist Afrika. Guck dir auch gerade hin, ob es auch wirklich Afrika ist. Also, Reinhard, hat dir da Marion beigeholfen, Afrika zu finden? Oh, Dönerbuden Ali, kenne ich auch nur vom Namen her. Er scheint aber ein sympathischer Dude zu sein. Und alle Dönerbuden-Fans heben ihre Hände nach hoch. Guckt euch jetzt mal diese verschwitzten Unterarme an. Und die nach hinten geklatschten Haare und also komplett nass, Schminke an den Augen. Rainer, man kann sich auch abschminken, man kann sich waschen. Weißt du das? Jetzt mal ehrlich, er hatte so lange im Voraus diese Idee, das Video zu machen. Er hätte bei jedem Musiker, okay, da sitze ich jetzt ein bisschen im Glashaus, ich nehme mir das auch jede Woche für die Nachrichten vor, wenn ich unter der Woche die Nachrichten sammle, dass ich gleich die Meldung dazu schreibe und gleich das Bild dafür mache, mache ich nie, ich nehme es mir zwar jede Woche vor, ich mache es aber nie, ich sitze halt immer am Freitag da vor dem ganzen Stapel. Und genau so macht er das auch. Anstatt jetzt die ganzen Wochen und Monate, die er schon wusste, dass er das Video macht, schon mal die einzelnen Clips aufzunehmen. Und vielleicht dann zu sehen, ah, da ist doch nicht so gut, ich habe eine bessere Idee und einen neuen Clip zu machen und die dann einfach nur zusammenzusetzen, stümpert er jetzt alles in einem Aufwasch runter, wird zunehmend lustloser und verschwitzt da. Und hat immer mehr Schminkreste vom vorherigen Clip in der Visage. Rainer, tut das Note? Tanzverbot. Ja, den kennen wir natürlich alle, ein lieber Kollege von Rainer, sie waren eigentlich beste Freunde. So sieht er aus, glaube ich. Nein. Doch. Dame Edna, wir kennen sie alle. Die berühmte australische Komikerin. Ja, und sie ist eine große Gaming-Streamerin auch. Ja, ich glaube, auch hier wurde ein Name falsch geschrieben. Oh Gott, Rainer, bitte kein Badezimmervideo. Tu es nicht, nein, tu uns das nicht an. Kein Badezimmervideo, das ertragen wir nicht. Okay, ich gehe mal davon aus, das war jetzt ein sogenannter Sketch, eine Anspielung. Ich habe keine Ahnung, auf was Revolver hält, kenne ich nur vom Namen her. Weil ich es nicht höre, kenne ich es nur vom Namen her oder so. Und Philipp Häusl, wer ist das denn? Hola. Ich habe nicht mit Absicht das unvorteilhafteste Bild rausgesucht. Wie soll ein Mensch das ertragen? Rainer, das fragen wir uns seit über 5 Minuten. Und ja, ich kann nicht singen.
Echt jetzt? Ist mir doch gerade nicht aufgefallen. Als er hier Titanic, ja, My Heart Will Go On von Celine Dion nachgesungen hat, das war doch perfekt. Das klang doch toll. Und hier das letzte Einhorn. Hat das super gemacht, Reini. Du kannst gut singen. Es klingt halt nur scheiße. Ja, der berühmte Mannheimer. Der schnellste Sohn Mannheims. Wir kennen ihn alle. Fünf Jahre auf YouTube mit meinen Hatern. Das war ein steiniger Weg. Ja, Rainer, du hast es dir doch ausgesucht. Herbert Grönemeyer, der ist Musiker? Ich kenne den nur aus Das Boot. Ja, ihr kennt ihn alle. Ein Musiker. In welcher Sprache er singt, hat man, glaube ich, noch nicht rausgefunden. Oh ja, das ist ein Kerl. Ja, dank Schappi. Bei Herbert Grönemeyer denke ich auch immer, das ist ein Kerl. Gut, soll wahrscheinlich eine Anspielung sein auf hier dieses Wann ist ein Mann ein Mann, aber Rainer, das gibt's auch von JBO und das ist deutlich besser. Eisbecher, lecker. Die sind ja auch unfassbar teuer geworden, damit das mit dem Strompreis passt. So sieht der Mann aus. Er hat keinen Tiroler Hut, sondern einen Cowboyhut und eine schöne Jacke. Und mal sehen, was unser Bumsli draus macht. Suchst jetzt neues Öl für die Haare, oder was? Oh, Rob Zombie. Gut, den kennt man. Auch aus Filmen, diversen. Mit Sherry Moon Zombie und ihm. Schöne... Na gut, manche sagen Horrorfilme. Ich würde eher sagen, es ist angenehmer Klamauk. Und so sieht er aus, ungeschminkt. Habe ich keine Ahnung, wie ich mich am schlausten schminken sollte für Rob Zombie. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Rainer, zur Not, wenn dir bei Rob Zombie nichts einfällt, mach einfach die komplette Visage weiß und machst um die Augen schwarz. Und dann warte ein bisschen, bis die Farbe bröckelig wird. Das reicht. Uff. Man ist ja jetzt nicht so, dass Rob Zombie nicht genug Vorlagen geboten hätte, wie man sich schminken kann. Mein lieber Scholli. Sieh du, oh, Reini, den kennst du doch sogar persönlich. So sieht er aus. Rechts im Bild. Okay, ja. Soll wahrscheinlich eine Anspielung darauf sein, dass Sido vorher mit dieser Alu-Maske vorm Gesicht, das sah echt aus wie Alufolie. Und dann ohne Maske. Jetzt kommt... Rainer, das schreibt man doch anders. Skat schreibt sich S-K-A-T. Oh, meine Güte. Warum sieht er auf dem Bild aus wie eine jüngere und etwas schlankere Version von Ekel Alfred? Papa, Papa, Bo. I'm a Skat Man! Rainer. Weiß er überhaupt, dass der ein starker Stotterer war? Der ist mittlerweile auch tot, oder? Rainer, du hast nichts kapiert, ne? Und keinen Sketch draus gemacht, wie immer. Wenigstens hast du wieder einen Pudel auf. Papaparapo. Oh, es geht noch weiter. Slash, ja, den kennen wir alle. Der gerne auch mal beim Auftritt stockbesoffene Hutträger von ganzen Rosen. Das war spaßig. Also manchmal, wenn ich Bock drauf habe, sehe ich mir auf YouTube einfach Slash Fails an. Das ist schön. Ja, und so sah er immer aus. Meistens hat er noch eine Zigarre im Gesicht stecken. Also in meinen Erinnerungen sieht man eigentlich von seinem Kopf nur Zylinder, Haare und vorne guckt eine Zigarre raus. Also vom Gesicht. Quatsch, Zigarre, Zigarette. Vom Gesicht hat man gar nichts erkannt, meistens. Eigentlich gehört da noch eine Fluppe ins Maul. Allerdings, Rainer. Habe ich im Moment aber keine. Gut,
Kann natürlich passieren. Wie gesagt, er hat das Video sehr spontan aufgenommen. Es war eine Idee, die kam ihm jetzt und dann hat er sofort aufgenommen. Da war es unmöglich, vorher noch eine Kippe zu organisieren. Das kann man nur wirklich nicht erwarten. Kann auch keiner verlangen. Farin-Urlaub, die Ärzte, ihr wisst, die immer das Jingle für die Tagesschau spielen. Oder Tagesthemen oder was war das? Keine Ahnung. So sah er mal aus früher. Und so sieht er heute aus. Wie Oberschwester Hildegard aus der Schwarzwaldklinik. Na, dann lass dich doch mal untersuchen. Das kannst du schön vergessen. Mit dir will keiner Doktorspiele machen. Auch hier wusste Google nicht, wer zum Teufel gemeint ist. Und als Google es gemerkt hat, wer gemeint ist, dachte ich mir, oh Google, wärst du doch bei dem, keine Ahnung, wer gemeint ist, ich such dir kein Bild raus, geblieben. Nein. Rainer, dieses Nein ist so ähnlich wie das vorhin mit dem PNG, dass du dir einfach über die Schäle Visage geklatscht hast. Das kann man machen, einmal, aber nicht zweimal. Oh Mann. Tut mir leid, aber nein. Silvester? Silvester? Auf jeden Fall, wir sehen ihn hier. Er ist mit auf dem Bild, es ist der mit der roten Farbe im Gesicht. Rainer, die Phil Collins Pose hatten wir vorhin schon. Eine Aufnahme muss ich jetzt noch machen. Och nö, du lass mal. Die ihr schon gesehen habt, und zwar... Welche? Moment, du musst die Aufnahme machen, die wir schon gesehen haben? Rainer, machst du wieder heimlich Zeitreisen mit deiner Taschenlampe? Wer war das jetzt? Ach so, Revolverhead. Ah ja, unten am Auto. Rainer, die hättest du auch lassen können. Also, ich hätte da jetzt nichts vermisst, wenn die gefehlt hätte. Oder? Ach nee, Quatsch, Revolverheld war im Badezimmer. Ja, Rainer, die hättest du sehr, sehr gerne lassen können. Also, da kamen Vietnam-Flashbacks. Die habe ich ja im Bad gemacht. Die Aufnahme musst du noch machen, die hast du ja im Bad gemacht. Es ist schon verwirrend, wenn man Zeitreisen macht, da kommt man manchmal durcheinander. War echt anstrengend, muss ich sagen. Ja, Rainer, man sieht's, du bist auch ein wenig schwitzi, obwohl... Es ist Nikolaus, Rainer. Es ist kalt. Ich musste so viele Sachen besorgen. Viele haben sich gefragt, wofür ich mir den Zylinder geholt habe. Jetzt. Hat er sich den geholt oder hat er sich den auf der Bettelliste schenken lassen? Und Rainer, Sachen besorgen. Wir haben gesehen, wie gut du das gemacht hast und wie sehr du da dahinter warst. Du hast dich mal auf die Kette gekriegt, dir eine verdammte Kippe zu besorgen. Dann hätte er doch beim Schweigi neben klingeln können und sagen, ey, hast du mal eine Kippe. Wisst ihr es? Das gleiche gilt für die Ukulele, für den Hut mit dem... Hier. Mit dem... Ja, ihr wisst. Für den Kinderhut. Rainer, jetzt tu doch nicht so, als hättest du dir den extra fürs Video besorgt. Das Ding trägst du doch immer heimlich, wenn keine Kamera an ist. Nie erwachsen und so. Das mit der Schaufel für Eminem. Ich hoffe, das hat jeder verstanden. Ja, du wolltest Rudi ausbuddeln. Ich hatte leider nicht die Möglichkeit mit den Effekten, dass es regnet und nachts und so. Du hättest es im Dunkeln aufnehmen können. Ich geh mal davon aus, man findet schon irgendwie einen transparenten Regeneffekt, so als Gift, den man dann einfach als Layer drüber klatschen kann. Weil ich wollte nicht ich hätte nachts und im Regen filmen können. Das hätte Ja, warum hast du das nicht gemacht? Funktioniert. Aber ich wollte das nicht, natürlich wegen meiner Kamera. Ich weiß. Ja, Rainer. Oh. Du kannst das nicht wissen, aber man kann eine Kamera auch zum Beispiel unter ein Dach stellen. Oder einen Regenschirm oder so. Und dann filmt die quasi unter dem Dach durchweg. Also so, als würde man ganz knapp unter was durchgucken. Ohne dass man sieht, dass da was drüber ist. Also versucht ja das mal jetzt so dreidimensional vorzustellen. Es geht.
Wäre möglich gewesen. Ich weiß nicht, wie wasserfest hier ist. Das wären im Endeffekt bloß ein paar Sekunden gewesen und ich hätte sie vielleicht auch überdachen können, indem ich einen Schirm oder so aufstelle. Ja, oder du hättest sie in den Eingangsbereich deiner Schanze gestellt. Wäre auch gegangen. Das war mir einfach zu gefährlich. Das ist einfach ziemlich heftig. Ja, das ist voll heftig. Also eine Kamera unter einen Schirm stellen, wenn es regnet. Leute, also wenn ab und zu mal bei euch die Hells Angels vorbeikommen und sagen, ey, am Wochenende ging's bei uns voll ab, war voll heftig. Sagt denen einfach mal, Leute, habt ihr schon mal eine Kamera unter einen Regenschirm gestellt? Bei Regen? Das ist heftig, Kollege. Dann gehen die weg und weinen. Garantiert. Schwierig war das Ganze mit dem Hagel. Das ist sind jetzt mittlerweile gewaschen. Dazu dann noch viele andere Sachen. Ja, Rainer, hättest du nicht alles an einem Nachmittag runtergeferkelt, wäre das ganz entspannt gewesen. Ich habe auch ein paar rausgeschmissen. Es kamen noch andere vor. Ihr habt gesehen, das mit Rob Zombie. Ich hatte jetzt am Ende keine Lust mehr, mich noch zu schminken. Und weißt du auch, woran das liegt? Weil du alles auf einen Rutsch gemacht hast. Du hast nach ein paar Minuten gemerkt, oh, das artet ja in Arbeit aus. Und da hattest du keinen Bock mehr drauf. Und das merkt man deinen Videos an. Und deswegen sind die auch so unfassbar schlecht. Und deswegen bist du für diesen Beruf vielleicht nicht geeignet. Könnte das sein? Klar, hätte ich das jetzt morgen machen können, aber... Ja, oder den letzten Monat oder vor 2 oder 3 Monaten. Rainer, du wusstest schon ewig, dass du das Video machen willst. Bei Rob Zombie ist es wirklich das Problem, dass ich absolut keine Ahnung habe, wie ich das mit dem Schminken mache. Google Bildersuche? Wäre das eine Idee? Ich meine, das hab sogar ich geschafft jetzt. Ich hatte beim Checker, also bei Alex, deswegen am Autoschrauben, das könnte ich jetzt vielleicht im Nachhinein noch nachgeholt haben, ich weiß es jetzt noch nicht. Ja, du hast es nachgeholt, vielleicht erklärst du uns den Gag noch, damit wir auch lachen können? Dann wisst ihr gar nicht, wovon ich rede. Ich hatte nämlich ursprünglich war der Checker und Rob Zombie, also der Alexander oder der Alex und der Rob Zombie, die sind ja genau nacheinander gekommen. Ich habe vielleicht jetzt doch eine Idee, wie ich es mit dem Autoschrauben mache. Erzähl uns mehr darüber, Rainer. Ich bin gespannt. Ist ja nicht so, dass wir das Video schon gesehen hätten. Aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend gewesen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist wirklich sehr anstrengend gewesen für mich. Ja, Rainer, ich merke das. Du schnaufst ja schon vom Stehen. Also ganz ehrlich, der Leon, wenn der komplett über dieses große Nürnberger Volksfestgelände läuft, der schnauft weniger. Alles mal auf einen Schlag hinzukriegen und ziemlich, Dann mach's doch nicht auf einen Schlag, meine Güte, da red ich doch die ganze Zeit. Davon hörst du mir denn überhaupt nicht zu, Junge. Schwierig halt, ne? Schwierig. Es ist so viel Zeug und alles. Hat aber unglaublich Spaß gemacht. Also jetzt hat auch länger gedauert, als ich gedacht habe. Rainer, also, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Legen will ich mich da auch nicht raus, obwohl ich könnte, ich habe da ein Dach davor. Könnte ich mal im Sommer machen, da werde ich vielleicht schön braun. Eigentlich eine Idee. Muss nur den Nachbarn sagen, dass sie nicht hingucken sollen. Ich wollte jetzt irgendwas sagen. Ach ja, genau. Rainer, ich habe dein Video genommen, hab's zerschnitten, hab Bilder reingeschnitten. Das war wahrscheinlich mehr Arbeit, als du hattest, um diesen Stuss aufzunehmen. Es ist jetzt halt heute am Donnerstag gekommen. Ich habe es jetzt Freitag auf Donnerstag aufgenommen. Mit dem Feuerspein wisst ihr jetzt auch, warum ich das gemacht habe. Das war. Ach, das sollte Feuerspein sein. Auch für das Video hier gedacht. Wisst ihr Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Ciao. Ja, Rainer, dann ciao. Ach, was sind die Ferkel süß. Wir sehen, er ist seinem Stil, wie immer treu geblieben. Auf den letzten Drücker irgendwas hinferkeln, wird schon irgendein Trottel geben, der sich das ansieht. Also, er hat seine Videos genauso gemacht, wie ich meine heute auch mache. Verdammt, habe ich das laut gesagt? Oh, shit. Ihr habt nichts gehört. Okay, dann würde ich sagen, das war's. Nicht für heute, sondern für jetzt, denn wir sehen uns heute Abend nochmal bei der Rudi History, die endlich in die zweite Runde geht. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Möge das mit euch sein. Tü-tü-tü.